Die Kreiszahl und der Meter. Vor 5000 Jahren. Wie kann das sein? Man sollte es rational wie ein Indizienfall behandeln und keine übermächtigen Aliens als Universalerklärung heranziehen. Genauso wie die weit verbreitete Grabtheorie. 1739 definierten wir die Länge von einem Meter. Und vor 5000 Jahren kam die gleiche Längeneinheit zum Einsatz. Genauso mit der Kreiszahl Pi. Erst 1000 Jahre später, nach dem Bau der großen Pyramide, wurde Pi auf 3,16 festgelegt. Ebenfalls von den Ägyptern. Der Architekt der großen Pyramide beweist eine Kreiszahlannäherung von 99,996%. Wieso haben sie nicht das altbewährte System ihrer Vorfahren benutzt? Wie kam es zu diesem Wissensverlust? Geometrie bedeutet Vermessung der Erde. Die große Pyramide widerspiegelt die obere Hälfte der Erdkugel, vom Nordpol bis zum Äquator. Der Architekt kannte die korrekte Form der Erdkugel zu 99,991%, basierend auf Telemetriedaten der NASA. Tut mir leid, liebe flache Erde-Anhänger, die Form der Erde war schon immer bekannt. Wozu braucht man ein geometrisches Abbild unseres Planeten? Das ist eine Frage an Architekturexperten. Aber Dr. Harald Lesch hat einen sehr guten Beitrag gemacht, warum es wichtig ist, die Größe der Erde zu kennen. Erst 300 Jahre vor Christus Geburt errechnete der Grieche Eratosthenes zum ersten Mal eine 96%ige Erdkugel. Die Ägypter und die Griechen haben ihr Wissen geteilt. Wieso musste Eratosthenes den Umfang der Erde erneut berechnen? Es geht hier um Wissensverlust, basierend auf klimatischen Veränderungen. Es untermauert das Argument, warum sich Ägypten nach dem Bau der großen Pyramide sich technologisch zurückentwickelt hat. Der Podcast Epochentrotter sagt, dass Pyramiden Machtsymbole darstellen. Schaut man sich die Chronologie an, sieht man, dass etwas ihre Machtpyramide geköpft hat. Während unsere Zivilisation immer mehr versucht, Himmel und Erde zu verbinden, mussten die Ägypter dieses Ziel aufgeben. Die archäologische Grabtheorie ist ein zu vorschnelles Urteil für ein astronomisches Uhrwerk. Kein Zweifel, die Ägypter haben pyramidenförmige Gräber errichtet, aber die große Pyramide passt nicht in das Standardmodell eines Grabkults. Es ist der alte Kampf, Konsens gegen Wissenschaft. Falls euch diese Art der unabhängigen rationalen Forschung interessiert, kein Bock habt auf Verschwörungstheorien oder New Age-Religionen, abonniert meinen Kanal. Die große Pyramide ist nicht der Beginn unserer Zivilisation, sondern das Ende einer anderen.